Thomas, ich habe keine Ahnung, schaufelt sich den Rotkohl in den Mund. Ich weiß nicht, ob es heiß war, ob er sich verschluckt hat. Macht auf einmal nur so. Und über das komplett, also kein Scheiß, über das komplette Spiel Rotkohl drüber gehustet. Digga, so ein raffinierter Hund. Hi Leute, Hi. vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute machen wir uns mal wieder auf den Weg und bringen das nächste Gespielt-Video an den Start. Das letzte ist schon wieder 2 Monate her. Irgendwie fangen wir die Videos auch gefühlt immer gleich an, ne? Von wegen, oh, scheiße, wir müssen wieder ein Gespielt-Video machen. Ist das letzte wirklich 2 Monate her? Dann steht aber sehr wenig auf dem Tisch und sehr wenig auf dem Zettel. Nee, ich glaube, das täuscht. Also wir haben schon hier, ich habe hier auf der Seite 3, 6, 10, 13 Sachen und dahinten stehen bestimmt nochmal 13 Sachen drauf. Also das wird wieder eine Weile dauern. Da könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt mal kurz auf Pause machen und nochmal kurz was zu trinken holen gehen. Nochmal auf Klo gehen, bevor wir dann halt loslegen. Ich bin ein bisschen ja, damaged. Wir waren nämlich auf dem Spielewochenende in Freusburg, auf so einer Burg, so ein Jugendherbergs-Style da gewesen. Und da haben wir Boardgames gezockt von Freitag bis heute Morgen nicht. Also wir sind heute Morgen wieder abgehauen, ne? Organisiert vom Thorsten vom Brettspieltreff Neuss. Hier nochmal auch ein Dankeschön an den Thorsten, der das alles so organisiert hat und sich darum gekümmert hat, dass er vielen Menschen ein schönes Wochenende ermöglichen konnte. Genau, wir waren, ich glaube, so 20, 22 Leute oder so. Ich denke mal, es wird bestimmt nochmal wiederholt werden. Da könnt ihr mal in die Facebook-Gruppe reinjoinen und da ein bisschen gucken. Auch wenn ihr da nicht zu den Treffs dann hingeht oder so, ist vielleicht trotzdem mal eine gute Gelegenheit, irgendwohin mit ein paar Leuten wohin zu fahren und das Hobby einfach ein bisschen Oder ihr zu meldet teilen. euch nochmal bei mir an für unser Mitspielerverzeichnis, für unsere Deutschland-Österreich-Schweiz-Karte. Die ist super angenommen worden. Ich habe diese Woche viele Stunden damit verbracht, eure Einträge einzupflegen. Meldet euch, schaut euch nochmal den Link an und dann könnt ihr da vielleicht auch jemanden finden. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Yes. So, Ja, und du bist ein bisschen damaged, weil du eigentlich heute Morgen, ich habe mit Licht angeschlafen und dann habe ich dich um 4:30 morgens angerufen, wollte fragen, ob du eigentlich noch in der gleichen Stadt bist wie da hatte ich. ich mich verquatscht unterwegs dann noch. Also wirklich, ich hatte mich nur verquatscht. Ein paar Leute haben mir ordentlich was gezischt. Ich tatsächlich nicht, hatte zwei Bierchen nur getrunken. Bin dann aber auch um 5 ins Bett und dann ging der Wecker schon wieder um 7:30 und dann sind wir quasi so kurz Frühstück und dann direkt losfahren, damit wir heute schön hier zu Hause sind und ja, noch Ja. ein Video machen können. Ja, Gespielformat wird sich jetzt ein kleines bisschen ändern. Wir haben in letzter Zeit öfter auch mal so Wiederholungen reingepackt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach weil es wieder zu viel Arbeit ist und auch ein bisschen zu repetitiv ist, Sachen, die wir gespielt haben oder die in der Vergangenheit mehrfach gesehen wurden, rauszulassen, damit es einfach ein bisschen schlanker ist. Sollten wir irgendwas gespielt haben und für uns hat sich irgendwo unsere Meinung irgendwie eklatant geändert oder wir haben eine andere Einstellung zum Spiel, dann nehmen wir es irgendwie nochmal rein und reden natürlich gerne nochmal darüber. So haben wir zum Beispiel Blood Rage haben wir gezockt. Ich weiß Die nicht, Burgen von die Burgen von Burgund. Burgund haben wir wieder gespielt und so. Das sind aber so Klassiker, die wir immer wieder spielen und die brauchen wir jetzt nicht jedes Mal hier einmal über den Tisch zu zerren. Da muss ich auch nicht aus dem Regal oder so rausholen. Ne? Wollen wir einfach mal mit ein bisschen Zeug von der Messe anfangen? Gerne. Ich habe ein Unboxing-Video zu Era of Tribes gemacht und wir haben tatsächlich auch beide Era of Tribes schon gespielt. Das werde ich vor 2 Wochen, ich jetzt an diesem Wochenende. Wir haben es auch im Brettspieltreff in Neuss gezockt. Ich habe an einem anderen Tisch was anderes gespielt und Sveti hat Era of Tribes gespielt und ich habe es jetzt am Wochenende auch gespielt und ja, wie hat es dir gefallen? Mir hat es gut gefallen. Es ist ein strategisches Spiel und ich finde, es gehört in jede Brettspiel-Grundausstattung. So habe ich es nachher dann liebevoll formuliert. Also es wird wahrscheinlich nicht für jeden was sein. Man sitzt schon ein, zwei Stündchen auf jeden Fall auch dran, aber es hat mir eigentlich super gut gefallen. Also man muss auch Bock haben, jetzt gerade was Strategisches spielen zu wollen und erfüllt alles, was man sich davon erwartet eigentlich. Also hier steht drauf, ca. 30 Minuten pro Spieler, mit der, also es ist 1 bis 4 Spieler, mit der 5 bis 6 Spielerweiterung kannst du halt zu 6 spielen. Und es ist meines Erachtens, wenn man es nicht an einigen Stellen irgendwo hausregelt, sind diese 30 Minuten aus meiner aktuellen Sicht nicht einzuhalten. Vielleicht, wenn du es 5 Millionen Mal gespielt hast und du bist so vertraut mit den Mechaniken und hast dann immer schon die Zeit, wenn die anderen was machen, denkst du dir deinen Kram aus.
Ich finde, es ist nicht realistisch, diese 30 Minuten da drauf sind. Wir haben mit einem kleinen Regelfehler gespielt. Wir waren dann zu sechs. Nach 2,5 oder 3 Stunden sind wir durch gewesen. Das hat sich auch gut angefühlt. Und am Nachbartisch haben sie es ohne diese falsche Regel gespielt. Normalerweise, wenn einer ins nächste Zeitalter joint, dann gibt es immer zwei Wertungskarten. Und da will sich eine von aussuchen, die wird gewertet. Und wir haben es dann so gemacht. Jedes Mal, wenn einer sein Zeitalter wechselt, darf derjenige entscheiden, eine von diesen beiden Ach, Karten quasi zu werten. nicht nur Und der erste, sondern nicht alle. der Erste, sondern jeder, der Okay, der rübergekommen wechselt, ist. wird halt eben gewertet. Und so hat man halt ein bisschen schneller Punkte bekommen. Und das Spiel wurde nach 2,5 Stunden dadurch beendet und alle sind super zufrieden gewesen. Die anderen haben es abgebrochen dann, weil es einfach zu lange gedauert hat. Definitiv cooles Material, sieht richtig geil Ja. aus. Wir haben alle Spaß gehabt, es hat jeden echt begeistert. Aber die Regeln, das Regelheft ist jetzt nicht herausstellenswert, super geil, muss man leider so sagen. Und ein bisschen wirr und auch ziemlich kleinteilig, alles irgendwie so geschrieben. Und es hat so kleine fitzelige Zwischenregeln, an die man irgendwie denken muss. Und ich habe das Unboxing-Video gemacht und ich habe mir gedacht, geil, das ist bestimmt so ein richtig geiles Zivilisationsspiel. Und es ist tatsächlich ein richtig geiles Zivilisationsspiel. Aber an ein paar Sachen so ist es einfach für mich ein bisschen zu unübersichtlich gewesen. Der Andreas hat neben mir gespielt, der wusste bis zum Ende nicht so richtig, der hat dann auch gewonnen oder war jetzt noch Zweiter geworden, sah so aus, als würde er gewinnen. Und Er wusste aber gar nicht, wie er es angestellt nee, hat. so richtig wusste er das dann auch nicht, wie er es dann angestellt hat. Und ja, Era of Tribes. Insgesamt keine Enttäuschung gewesen, wartet aber noch in weiteren Partien darauf, die hoffentlich bald folgen werden, ja, sein Potenzial noch ein bisschen mehr zu entfalten. Wo wir gerade mal so ein Ziff-Spiel gehabt haben, würde ich sagen, wir machen mit dieser Liste weiter und oben links einmal das Spiel. Ganz oben links. Tapestry? Ja, wir haben Tapestry gespielt, also es wird ja kein Tapestry mitgespielt, aber wir haben zu fünf Tapestry gespielt und ich kann nicht verstehen. Es ist ja es ist super gehypt worden und ist halt unterm Strich schlecht weggekommen, weil viele Leute sich aufgeregt haben. Und da muss ich mich mal wieder aufregen über die Leute, die sich darüber aufregen, weil ihre geschürte Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist, weil es ist ein Zivilisationsspiel. Was ist das für ein schwieriges Wort heute? Schlafmangel. Das dann aber nicht in dem richtigen zeitlichen Ablauf ist. Das heißt, dann hast du manchmal das Teleskop, also du hast erst was weiß ich, die Raumfahrt und dann kriegst du auf einmal das Teleskop erst so, Okay. und wenn du dir so eine Technologiekarte nimmst. Oder bis zum Ende die Sprache nicht entwickelt und bist dann dafür bei was anderem, hast schon Internet, sage ich jetzt mal und so. Hat so kleinere Logikfehler, die aber dem Spiel nicht ein bisschen den Abbruch tun. Du gehst die ganze Zeit auf vier so Leisten, suchst dir aus, auf welcher du vorgehst, zahlst dafür quasi eine Ressource. Wenn du alle Ressourcen verbraucht hast, dann musst du quasi ins nächste Zeitalter hüpfen. Das Ganze wird viermal gemacht. Im fünften gibt es eine Endwertung und dann ist das vorbei. Es hat sich super angefühlt, es hat sich super geil gespielt. Das Material ist super cool. Es gab nicht ein bisschen was zu meckern. Es hat richtig gut gefallen und ist tatsächlich entgegen meiner Erwartungen ein Spiel. Da sieht man mal wieder, dass man sich, also dass ich mich zumindest für meinen persönlichen Geschmack nicht auf die Meinung von anderen großartig verlassen kann, sondern mir immer erst mein eigenes Bild machen muss, weil ich finde es echt super und ich bin mir ganz sicher, dass es auch den Platz hier noch Finden wird. ja, hier seinen Platz finden wird. Und ich muss auch sagen, man braucht nicht auf eine deutsche Version zu warten. Man kann sich ungebremst die englische kaufen. Finde ich kein Problem. Nur auf den Tapestry-Karten steht halt so ein bisschen was drauf und so ein Volk. Nur einen hast, der da ein bisschen drüber guckt, du kannst ein bisschen Englisch, reicht das aus meiner Sicht vollkommen aus. Wir haben einen 12-Jährigen am Tisch mitgespielt, der ist, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden, der Vincent. Und der hat dann auch alles gerockt. Also da braucht sich keiner groß zu heulen, sage ich jetzt mal, ne, an dieser Stelle. Saucooles Spiel und wird auf jeden Fall definitiv einen Platz quasi hier finden. Die Frage ist, mal gucken, wann so ein paar Euro über sind, dass wir uns das mal gönnen. Das ist ja nicht so ganz günstig, wie die Jamie Stegmaier-Spiele so sind. Vielleicht muss Wie dafür ein teuer ist bisschen das? was ausziehen. Ungefähr 100 Euro kostet Okay. das. Aber bemalte Miniaturen, dann wird wieder gemeckert, die sehen aber ja eher so comichafter aus, die Miniaturen. Dann denke ich mir auch nur, ey Leute, ey. Go fuck yourself. Okay.
Wenn wir nichts weitermachen, noch bei eins aus der Liste. Sollen wir erst das durchgehen, was wir am Wochenende gespielt haben, vielleicht? Ja, mir egal, Da du sind die kannst paar. Erinnerungen ja noch ganz frisch, Ja. ne? Wir können auch mit einer Messe Neuheit quasi weitermachen, die wir am Wochenende gespielt haben, beziehungsweise die ich und mit Norma und Carina gespielt habe. Und zwar ist es Raccoon Tycoon. Haben wir auf der Messe tatsächlich, hat uns der Chris Turek darauf aufmerksam gemacht, so Leute, das ist hier mein Geheimtipp für euch und guckt euch das mal an. Und dann sind wir dort am Stand gewesen, haben es dort dann mitgenommen, weil es echt schon sehr, sehr süß aussah. Ich meine, vorne sieht man das nicht so, aber wir haben hier solche süßen Tiere. Hier zum Beispiel die fette Katze. Ich glaub, das ist eine Erweiterung, oder? Für die Fat Cat? Also wir haben Es es gibt da noch eine gestern, wir haben die Erweiterung mit mit dabei und reingenommen so, und wir haben ja. mit ihr gespielt, aber ja, also uns gefällt das Artwork total gut und wir finden es ansprechend. Manche hat es aber abgeschreckt und sie haben sich das es deswegen nicht gekauft und das wäre für uns unser Kaufgrund gewesen, dieses Artwork, ne? Da sieht man auch schon mal, wie die Meinungen auseinandergehen. Und das ist ein furchtbar niedliches, tolles, leichtes, unterhaltsames Wirtschaftsspiel. Ich habe es nicht gespielt, ich kann halt gar nichts dazu sagen. Ich habe auch in einem anderen Raum gespielt, ich habe es dementsprechend noch gar nicht gesehen. Das war auch nicht unser Exemplar, dementsprechend ist unseres noch komplett eingepappelt. Eingepackt wird, genau. Wir Mit können diesem mega vier geilen verschiedene Startschuh an der Makarte. Aktionen durchführen, unsere Produktionskarten ausspielen, die Aktienwerte bestimmter Warengruppen erhöhen. Wir können unsere Tierkarten kaufen. Diese Tierkarten müssen wir sammeln und bekommen, je nachdem, wie viele Tierkarten wir von einer Sorte haben, eine verschiedene Anzahl an Siegpunkten. Der und Waschbär, genau. der kleine Hund. Und hier unten sehen wir zum Beispiel die Wertung. Wenn wir einen kleinen Hund haben, bekommen wir da. 3 Siegpunkte bei 2,7, 13, Genau. Und 21. da hier auf die Tierkarten bieten wir drauf. Wir beginnen quasi eine Auktion. Und wer die Auktion dann gewonnen hat, der darf die Tierkarte haben. Aber habe ich diese Aktion veranlasst und bin nicht der erfolgreiche Bieter, dann darf ich noch eine andere Aktion machen. Dann können wir noch Gebäude kaufen. Die Gebäude, die werten auch unsere Skills quasi so ein bisschen auf. Wir haben zum Das Beispiel ist ein gar nicht mal, Gebäude. hier sind die Gebäude, ne? Ja, genau. Wir haben zum Beispiel ein Gebäude, wenn wir Ressourcen nehmen, dürfen wir uns eine beliebige Ressource dazu holen. Die bringen am Ende jeweils einen Siegpunkt. Unsere Tierkarten bringen einen Siegpunkt. Und wir können mit unseren Produktionskarten schießen wir ja unsere Ressourcen in die Höhe. Und dann können wir unsere Ressourcen, die wir selber bekommen haben, können wir dann zu einem beliebigen freien Zeitpunkt verkaufen als Aktion und bekommen halt den entsprechenden Preis, der gerade angezeigt wird. Verkaufen wir drei Ressourcen, also wir dürfen auch jeweils immer nur eine Produktionsgruppe verkaufen, also beziehungsweise eine Warengruppe. Verkaufen wir die davon drei Stück, dann geht die Aktie quasi wieder um drei runter. Und wenn zwei Stapel aufgebraucht werden, ob es der Gebäudestapel ist, der Tierkartenstapel oder da sind noch so kleine Roads dabei, das sind hier diese Towns. Wenn zwei Stapel zu Ende sind, wird das Spielende ausgelöst und dann werden die Siegpunkte zusammengezählt. Diese Towns bringen 5 Siegpunkte zum Beispiel. Haben wir die aber unter einer Tierkarte liegen, dann bringen die 5 plus 2 Siegpunkte. Genau. Engelbert, Chapeau, du hast das Spiel sehr gut erklärt. Danke. Du hast die ganze Zeit so zur Seite geguckt, aber gut. Nee, hast es sehr gut erklärt. Ja, wir haben es wahrscheinlich, ich glaube, 2 Stunden gespielt, aber wir haben auch dabei Tee getrunken, uns Tee gemacht, zwischendurch mal gequatscht, das war Das super muss, man muss, wenn man gemütlich. Tee trinkt, muss man auch vorher Tee machen. Das ist Genau, eigentlich ja, das aber wir haben Schöne. uns halt total Zeit gelassen, wir waren nicht auf der Flucht und konnten zwischendurch quatschen, konnten aber auch in Ruhe weiterspielen, ohne dass man sich verzettelt hat und nicht mehr wusste, was wollte man eigentlich tun. Es war sehr übersichtlich und allen hat super gut gefallen und die Norma und Andreas, die haben es auch da vor Ort auf jeden Fall auch noch bestellt. Ich habe aber viele negative Aussagen gelesen bzw. gehört von anderen, die es gespielt haben. Aber kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen, gefällt uns richtig gut. Man kann es aber auch natürlich auch in einer Stunde spielen. Ich Also. freue mich auf jeden Fall drauf, das Ja, mal sehr. zu Das kannst du spielen. auch. Hier sind noch so kleine Erweiterungen, die gab es da vor Ort noch, als wir es auf Mitte mitgenommen haben. Ein paar weitere Karten. Okay. Cool. Raccoon Tycoon. Ich finde es sieht aber super ansprechend aus und ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal einen richtigen Kauf Ja. getätigt.
So, dann fangen wir mit was Kleinerem an, was ich gebraucht geholt habe. Das habe ich beim Regalbesuch gesehen. Der beim Stefan, der kommt allerdings noch, der Regalbesuch, der ist quasi schon fertig. Das ist der übernächste, der kommen wird. Ich weiß nicht, ob ich vorher ein Regal. Wahrscheinlich kommt noch ein Regalbesuch vor diesem Video, dann wäre es tatsächlich der nächste. Ja. Karl Schudig, Innovation. Gesundheit, denke ich, 2 bis 4 Spiele ab 14 Jahren, ist vom Schwerkraft Verlag, gibt es da allerdings nicht mehr. Das Englische gibt es bei Yellow, soweit ich das weiß, das Englische ist auch noch zu bekommen, das Deutsche nicht mehr. Da müsst ihr den Gebrauchtmarkt bemühen. Es gibt eine Erweiterung auch, die gab es dann noch auf Englisch, die ist wohl noch schwieriger zu bekommen. Und wir haben hier auch wieder, eigentlich sind wir hier schon wieder bei einem Zivilisationsspiel, das wir zu dritt gezockt haben. Und es spielt sich out of the box super cool eigentlich runter. Es ist schnell aufgebaut. Die ganzen Spielregeln stehen quasi auf dieser Karte drauf und die Spieleffekte stehen hier auf der anderen einmal drauf. Es gibt immer nur 4 Karten, Aktionen, die man machen kann. Man zieht Karten nach, man spielt die Karten aus oder aktiviert die jeweiligen Karten. Da sind so Dogmen drauf, Kooperative, wo alle was von haben oder... wenn man Befehle, um andere halt eben zu dominieren, was weiß ich, die müssen eine Karten abwerfen, in deine Auslage schieben und dann versucht die verschiedenen Zeitalter zu dominieren, Steinzeit und weiß ich nicht, was es da nachher alles gibt, die Romantik bis hin in die Moderne und weiß der Geier was. Und wer als erstes 5 Zeitalter dominiert hat, oder ganz am Ende, wenn keine Karte mehr nachgezogen werden kann, wer dann den meisten Einfluss generiert hat im Laufe des Spiels, der gewinnt das Spiel. Oder über so Sonderkarten kann man das Spiel auch gewinnen, wenn man die entsprechenden Sachen hat. Ich finde es von der Variabilität finde ich super. Mhm. Super, ehrlich, wirklich super. Das ist aber auch ein Spiel, das sage ich euch direkt, das würde ich mir nur auf Deutsch gönnen. Auf jeden tatsächlich, Fall. Weil auf allen Karten steht was drauf. Da steht nicht großartig viel drauf, aber damit es einfach schneller geht. Ja. Weil auch so muss man schon gut nachdenken, was macht man wie, damit man sich nicht halb ins eigene Bein schießt. Und es ist halt eben auch bitterböse. Du nimmst anderen Sachen weg. Andere müssen Sachen wegen dir abwerfen, die sie aufgebaut haben. Und so, das ist kein Spiel, wo man danach noch gut befreundet ist eigentlich. Ja. Tatsächlich findest du es denn thematisch? Ja, ich finde es schon thematisch. Hattest du das Gefühl, dass du ein Zivilisationsspiel gespielt hast, außer dass das hieß, dass du bestimmte Jahrzehnte oder wie auch immer dominieren musstest? Ja, das stehen dann schon Sachen so, was weiß ich, im Ding ins Zeitalter gibt es dann halt Segeln und später gibt es dann, was weiß ich, motorisierte Fahrzeuge oder Motoren, Ingenieurswesen und so weiter und so fort. Finde ich das Artwork ist auch super von den Karten, also was da drauf zu sehen ist, finde ich halt eben ganz cool. Und die Sachen, die haben unten halt eben so verschiedene Symbole, weiß ich nicht. Und wenn du da den Holzfäller hast, der hat natürlich dann unten Bäume drauf beispielsweise, oder das Sägewerk hat dann Bäume drauf oder weiß der Geier was, solche Sachen. Da, von daher ist das schon thematisch. Aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als würdest du eine Zivilisation aufbauen. Das würdest du eigentlich quasi sagen. Ja, genau. Also ich fand es mir jetzt ganz gut gefallen. Aber ich muss sagen, wir hatten gestern ein unglückliches Ende, was wahrscheinlich nicht immer so auf die Art und Weise ausgelöst wird. Eigentlich gewinnt derjenige das Spiel, der die meisten, was ist das denn? Einfluss Epochen, hat. Ja, entweder auch nicht, nee, der gewinnt das nicht, ist entweder oder. Es gibt halt 3 verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Und gestern ist dann der Einflusssieg ausgelöst worden durch eine Kettenreaktion von so einer Karte. Eigentlich wollte ich das noch nicht. Und dann hat quasi die Ereignisse, die ich da in Gang gesetzt habe, die haben dann das Spielende ausgelöst. Und dann hat Andreas gewonnen, obwohl ich eigentlich am Zug gewesen bin. Das hätte ich ja sonst niemals gemacht. Aber gehört ein bisschen Zocken drauf. Du hast halt so Sachen, die da ineinander greifen und so. Geil, verzahntes Ding, bin ich für mich ein absoluter Geheimtipp. Allerdings, wie gesagt, schwer zu bekommen. Es war wahrscheinlich für mich nicht klar, dass man auch nach Einflüssen gewinnen kann. Ja, wahrscheinlich, weil du nicht zugehört hattest. Ich glaube, das war dem Andreas aber auch nicht klar. Er wollte nämlich tatsächlich dann auch gestern seinen Sieg dann nicht annehmen eigentlich. Ne? Er hat ihn trotzdem bei WG-Stats eingetragen bekommen. Von ja. Innovation, tolles Ding. Kann ich nur empfehlen. Willst du noch eins von da machen? Was? Sollen wir hiermit weitermachen? Ja, können wir machen. Okay, let's go.
Wir haben, also Daniel kam damit angeschleppt, ich war damals im Kickstarter, rein, raus und war dann im Late Patch dann nochmal drin und dann wieder raus. Wir haben Black Rose Wars gezockt tatsächlich. Haben wir zu viert auch gezockt. Ich glaube, kann man nur zu viert oder kann man sogar zu fünf spielen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jeder hat so einen Zauberer von so einer Zauberschule und wir sind in so einem, ja, weiß ich auch nicht, ob das ein Schloss ist oder irgendwas. Auf jeden Fall in so einer Area sind wir quasi drin und fetzen gegeneinander uns mit diesen Zaubern die ganze Zeit irgendwie weg. Geht zu Orten, aktivieren die, zerschmettern Orte, gibt dann Schaden auf die Orte. Du reißt Zauber ab, den anderen wegzuschmürgeln. Lernst stetig neue Zauber, hast so einen kleinen Deckbuilding-Mechanismus mit da drin, kannst dann auch von den ganzen verschiedenen Zauberschulen alles mixen, dass du nachher, was weiß ich, gehst du eher auf Necromancer oder mach ich mir Fire Necromancer oder mach ich mir Fire-Schutztypen oder Eis-Schutztypen oder wie auch immer. Und ich kann nur sagen, es wird so Minis, die Minis sind nicht so übertrieben geil, finde ich, aber das ganze Material insgesamt finde ich super. Also ich finde auch wirklich die Miniaturen, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Ja, guter Durchschnitt. Und ja, wir haben dann da gegeneinander gefetzt. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar gewonnen. Ja? Ja. Aber es hat einfach mega, 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 mega Laune gehabt. Und tatsächlich will Svetlana die ganze Zeit ein eigenes Black Rose Wars jetzt haben. Ich muss dazu sagen, der Daniel kam ja letztes Jahr schon damit an und... er saß dann hier und das war wieder dieses typische, okay, wir fangen jetzt an, dieses Spiel zu spielen. Ich lese mir jetzt mal die Regeln durch, wie das jetzt funktioniert. Und dann habe ich gedacht, also optisch hat es mich null angesprochen. Ich habe mir gedacht, komm, dann höre ich lieber auf. Und war dann froh, dass wir das dann hier nochmal, dann haben wir es zweimal nochmal gespielt, oder? Nee, du verwechselst auch irgendwas. Das ist irgendwas anderes gewesen. Black Wars haben wir tatsächlich nur einmal gezockt und da war Daniel ausnahmsweise auch ganz gut vorbereitet. Achso, ich meine, Ben war aber jetzt bei Tricerion. Er war bei Tricerion. Von der Reihenfolge her, aber ich weiß trotzdem, was gemeint ist. Ja. Ich hatte tatsächlich, empfand ich die Downtime aber sehr hoch. Da haben wir mal einen kleinen Hühnerkampf von den neuen Hühnern draußen. Die Downtime fand ich sehr hoch, weil manche oder viele Karten nicht so eindeutig geschrieben, eindeutig formuliert waren. Also die haben zu viel Spielraum für Interpretation gelassen. Ja, das wir Problem, halt wir, sind auch wieder keine, wir sind auch keine Native English Speaker und wenn dann da wieder Annie steht, dann ist wieder klar, jeder, alle, einer, weil und so, das war halt so ein bisschen verschert. Man also muss nicht halt nur bei Annie, gucken, so, sondern auch bei anderen. Ich habe mich dann am Tisch auch schon echt gestritten deswegen, weil du dann wirklich dann denke ich, ist das scheißegal, dann spielen wir es halt eben jetzt so, ich will jetzt weitermachen, also 15 Minuten über eine so eine Karte, aber es wird jetzt dann auch wieder so ein Regel-Nazi, der dann da sitzt, nein, das muss jetzt hier, nein, und natürlich am besten auch zum eigenen Vorteil muss es dann natürlich noch aber ich hätte nachher sogar recht. Ja, du hattest dann recht, ich habe Unrecht, habe mich dann auch entschuldigt, aber grundsätzlich... Weil es hätte ja den ganzen Spielverlauf beeinflusst, dann hätte ich andere Entscheidungen ja anders getroffen. Und es war zweimal insgesamt, aber schöner auch schöner ist das aber so tatsächlich, wenn Karten so formuliert sind, dass sie keine Fragen mehr offen lassen. Für Native English Speaker wahrscheinlich wieder kein, wäre es eh kein Problem gewesen. Selbst für die. Also das hat auch der Daniel so empfunden und dann Andreas auch. Der Dinger war einfach nur dann schlecht. Die sind alle, man weiß ja, also die sind ja alles drei. Aber es hat die sind ja alle drei Native English Speaker. Das ist ja hinlänglich bekannt. Sogar die hat es gestört. Aber es war trotzdem super toll und wir müssen es auf jeden Fall haben. Yes. Aber auf der Messe gab es leider nicht, deswegen haben wir es nicht mitnehmen können. Schade, haben wir davor gestanden und nachgefragt sogar. Hätte ich Engelbert mal wieder eine kleine Freude gemacht. Die hat ja sonst nichts außer Carbo. Als eigenes Codenames. Bogen von Burgund. Bogen von Burgund. Kneipenquiz. Kneipenquiz. Und von mir geschenkt bekommen Mythic Battle Pantheon. Obwohl, das ist ja auch eigentlich eher so ein Geschenk für uns beide gewesen. Im Scheidungsfall müssen wir da nochmal neu verhandeln. Und dafür muss es aber erst einen Verheiratungsfall geben. Sollte es den geben, müssen wir danach dann neu verhandeln. Okay. Du hast schon angerissen, ich nehme es einfach jetzt mal hier weg. Tricerion ist ja auch mein Top des Monats, im letzten Monat gewesen. Ich hoffe, es wird jetzt beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bei den Top und Schrott des Monats. Dann habt ihr immer quasi nochmal eine doppelte Meinung. Tricerion, Big Box, ist es immer noch hier total leicht. Es ist leider immer noch nicht eingeräumt. Sollte ich vielleicht mal wieder so einen Motivationsmittwoch für nutzen, das ganze Zeug da mal alles einzuräumen, was ich mir einzeln dazu gegönnt habe.
Muss man, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Mindclash Games, einer meiner absoluten Lieblingsverlage. Geile Expertenspiele, cooles Thema. Wir sind halt eben Zauberer, müssen Zaubertricks, Zaubershows aufführen, Requisiten uns besorgen, Gehilfen besorgen, Tricks in der Werkstatt vorbereiten, die aufführen, geile Punkte dafür kriegen, neue Tricks lernen und einfach ein richtig, richtig geiles Spiel, was auch richtig schön einfach aussieht und auch tatsächlich, wenn man es dann erklärt hat, von den ganzen Symbolen und Ereignissen schnell selbst erklären wird, finde ich. Und sieht erst aus, als hätte man mega viele Möglichkeiten, aber so viele Möglichkeiten hast du in dem Moment auch nicht, was für dich dann sinnig wäre. Je nachdem, wo du gerade bist, hast du jetzt deine Sachen schon gebaut, ist klar, musst du nicht nochmal dahin, um Sachen zu holen, sondern kannst sie dann aufführen gehen. Richtig geil finde ich, dass man wie jeden seiner Mitarbeiter verdeckt plant, was der macht. Und da muss man schon bei den anderen schon mal gucken, ha, macht er das jetzt? Hat er es vor mir dran? Oder macht er eher das oder was? Und so ein bisschen so gucken. Hat auch dadurch einen krassen Ärgerfaktor, dass man sich selber ärgert, wenn man denkt, oh, verdammt, jetzt hat er das gemacht und jetzt hänge ich hier und kann nur, was weiß ich, am Donnerstag nur noch aufführen. Und da sind weniger Zuschauer da, es gibt weniger Punkte, super pimmelig und so. Trickerion. Ja, das war super. Also Also. mir hat es auch total gut gefallen. Ich habe letztes Jahr, das war das Spiel, was er dann letztes Jahr mit dabei hatte, was mich auch überhaupt gar nicht angesprochen hat. Aber ich froh war, dass ich das jetzt dieses Jahr mitspielen. Wir haben es jetzt ja auch auf Deutsch gespielt, oder? Mit Simon und Marcel. Genau. Und also ich hätte, wir Also haben, ist sprachunabhängig, ja, Leute. wir haben das und das Black Rose was in einer Woche gespielt. Und das waren zwei geniale Granaten, die man auf dem Tisch hatte. Und dann ist man total befriedigt, wenn man dann aus dieser tollen Woche dann rausgeht. Also ich hätte mich gar nicht entscheiden können, ob ich jetzt Black Rose Wars oder Tricerion in meinen Top des Monats mit reinnehme. Ja, Kann machen wir aber, wir können aber beides. direkt mal mit dem Schrott weitermachen, einfach mal so ein kleines Spiel rausholen. Was für ein Schrott, was willst du denn mit? Achso, das haben wir ja gar, ach, haben wir schon verkauft? Nee, liegt hier. Achso. Aber jetzt gibt's hier, das werde ich vom Haben wir schon letzten Schrott des verkauft? Monats. Der Boah, Leute, Kartograf. ey. Hört mir auf. Ich habe es im letzten Livestream, haben wir ja schon kurz drüber geredet, hatten wir es irgendwie auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, beim Motivationsmittwoch. Der Kartograf, ein Spiel im Roleplay-Universum, aber es Dann könnte auch hätte er auch genauso ein beim. Universum sein, was hier bei uns hinter dem Hühnerstall, da ist ein Feld und so ein Feldweg und da Oder regnet es manchmal, da bilden sich Pfützen. Es könnte genauso in das diesem Universum. Erkelenser spielt im Erkelenser Land-Universum, könnte das genauso gut sein. Also Thema komplett beliebig drüber gebürstet. Mein erster Roll and Write, obwohl es ja eigentlich kein Roll and Write ist, sondern ich ziehe eine Karte und dann Write für alle. Alle müssen das hier auf so ein Ding eintragen. Tatsächlich ist noch eine Promokarte für Roleplayer dabei. Verkauft sich dann wahrscheinlich natürlich irgendwie besser. Hast du hier so eine Karte, da trägst du dann irgendwas ein. Dann wird nach verschiedenen Jahreszeiten wird immer was gewertet da drauf. Dann gibt es quasi hier Punkte. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand es, man kann das durchaus quasi spielen. Wir haben es auch zu acht gespielt. Und dann hast du diese kleinen Karten, die dann da liegen. Wenn hier eine Karte liegt und da hinten sitzt einer, dann siehst du ja auch nicht direkt, was da drauf ist. Dann musst du die Karte schon zeigen. Das ist irgendwie schon ein bisschen blöd gelöst. Ich würde empfehlen, zock da zu viert. Einer da, einer da, einer da. Da kannst du gucken. Zack, zack. Und dann zockst du das schnell runter, weil wir haben echt lange dafür gebraucht. Einfach auch mit Labern Ja, wir haben dazwischen und natürlich auch so. zwischendurch gesprochen und ja, aber für mich ist das absolut rein gar nichts. Also ich hatte gar keinen Spaß dran, ich habe einfach mitgemacht, ne? Der Stimmung wegen und der Leute wegen, aber ansonsten hat mich das null abgeholt. Ich finde es, das kann Kartograf heißen, kann aber auch Stabilo HB 530 oder sowas heißen. Also da weiß ich auch nicht. Ich kann mir ja da auch nichts zurecht fantasieren, was das, also sorry. Ja, also du wirst nicht mehr mitspielen, ich würde es tatsächlich nochmal spielen. Die anderen am Tisch haben auch gesagt, sie würden es tatsächlich nochmal spielen. So richtig weggebombt ist auf jeden Fall keiner gewesen. Höchstwahrscheinlich ein Fall für die Bingo-Trommel. Was hat das gekostet? Weißt du das eigentlich? 20 oder so. Oh Gott. Vielleicht 15, ich weiß es nicht mehr genau. Gut. Wir haben da nichts für bezahlt, das haben wir über Pegasus so bekommen, deswegen kann ich das nicht sagen. Komm, ich mach mal zwei kleine auf einen Schlag.
Sky King gezockt, Wizard Extreme gezockt. Ich kann nur empfehlen, Sky King ist sowieso ein Spiel, was in gar keiner Spielesammlung fehlen darf. Das muss da sein, genau wie ein Wizard. Und tatsächlich haben wir jetzt hier ein Wizard Extreme mal gespielt. Das ist noch ein kleines bisschen anders. Wer es kennt, sind beides quasi Stichspiele. Die haben auch beide eine ähnliche Mechanik. Hier ist noch ein bisschen more tricky, weil jeder seine Stiche im Vorfeld gleichzeitig ansagt. Hier wird nacheinander angesagt. Beim normalen Wizard. Und hier ist dann noch so, da musst du noch die Farbe deiner Stiche vorher bestimmen. Nimmst dann so Plättchen, immer wenn du so einen Stich machst, legst du das Plättchen quasi tatsächlich zurück und jedes Plättchen gibt Minuspunkte. Und am Ende des Spiels gewinnt derjenige, der am wenigsten Minuspunkte hat. Während beim normalen Wizard ja nach oben Pluspunkte sammelt im besten Fall. Außerdem gibt es dann immer noch einen schwarzen Zauber, den kann sich einer nehmen und versuchen, die Pläne der anderen quasi zu durchkreuzen, weil je mehr Plättchen man am Ende nicht losgeworden ist, desto mehr Minuspunkte bekommt man dann einfach. That's it. Sky King über alle Zweifel erhaben, richtig geil, gefeiert haben wir es wieder, haben wir jetzt am Wochenende noch gespielt, spontan abends eine Gaudi am Tisch gehabt, wie sonst bei kaum einem anderen Spiel, ne? Da ist immer dann beachtlich, was so kleine Spiele dann doch irgendwie wegreißen. Mir gefällt das normale Wizard aber besser. Hast du das Wizard Extrem auch schon mitgespielt? Ja, ich weiß gar nicht, mit wem wir es gespielt haben. Auch mit haben wir es nicht auch mit Niki und Nico gespielt? Oder zu Thorsten haben wir das nicht bei Thorsten gespielt? Bei Thorsten haben wir es gespielt, stimmt. Oh. Mit Hanna und Jana. Nina. Ja, Sky King natürlich. Das normale gefällt mir tatsächlich auch ein kleines bisschen besser. Okay. Aber das Sky King ist thematisch natürlich noch so wesentlich coolere. Übrigens, es gibt kein Spiel, was so ein hässliches Artwork hat wie Wizard. Also wer das gezeichnet hat, ey, das ist so richtig. Ja, das auf jeden Fall sollte auch mal zum Gymcon kommen. Richtiger Gollum. Kannst du eine Schelle abholen bei mir auf der am Samstagabend. Da bin ich ganz gut in Form. Oh. Noch ein Highlight, was eigentlich hätte, eigentlich neben Trikiro, und ich musste mich entscheiden für den Top des Monats letzten Monat und habe dann eins genommen, was für euch tatsächlich besser verfügbar ist, falls ihr da Bock habt mit Trikiro drauf. Aber den geileren Fun tatsächlich haben wir mit Blood Bowl Team Manager gehabt. Das hat der Seljuk mitgebracht und hat mir das quasi geschenkt, inklusive so eine Erweiterung, die auch hier irgendwo steht. Das ist ja auch hier unten. Zwei gibt's. Das ist die Sudden Death Erweiterung, da ist noch eine weitere Liga drin. Jeder sucht sich ein Team aus, Orks, Zwerge, Elfen, Untote, weiß ich nicht. Und dann wird halt eben Blood Bowl mäßig um so Karten gezockt, da werden dann Typen drangelegt, die haben dann immer einen Stärkewert und haben drei Symbole drauf, plus eine Sonderfähigkeit, was weiß ich. Ich ziehe den Ball einmal zu mir rüber auf die Seite, der erhöht dann meine Stärke um zwei bei der Endwertung. Jeder hat sechs Karten, nachdem die alle gelegt worden sind, auf die Spiele verteilt worden sind. Wird dann ausgelotet, wer was gewonnen hat. Insgesamt werden sechs Runden gespielt. Am Ende wird der Blood Bowl gezockt. Bei solchen Turnieren können alle vier rein. Mit so einem Hit-Symbol kannst du mit einem Würfel andere angreifen und die Spieler zu Boden stampfen oder nochmal drauf stampfen, um die zu verletzen. Da kommen so Cheat-Marker ins Spiel. Wenn du so einen fetten Höhlentroll hast, der sich dann übers Schlachtfeld wälzt, der kriegt direkt zwei Cheat-Marker. Und dann wird dann mal geguckt, entweder erhöhen die Stärke oder gibt zusätzliche Fans oder es gibt dann halt eben so eine Pfeife. Dann wird er beim Cheaten quasi erwischt und fliegt raus. Super, 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 super fettes Spiel einfach nur. Ich war sehr voreingenommen, muss ich gestehen. Ich habe mir gedacht, so ein Football-Spiel wäre auf jeden Fall nichts für mich, aber wir haben tatsächlich super viel Spaß gehabt und mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja, leider out of print, müsst ihr gucken, wo es herbekommt. Seljuk, Digga, bester Mann, dass mir das klar gemacht hat. Die zweite Erweiterung ist übrigens nur, keine Ahnung, 100 Euro aufwärts, wenn überhaupt, zu bekommen. Und das ist die Erweiterung, wo Seljuk zumindest sagt, brauche ich auf keinen Fall. So, wollen wir von der Liste nochmal nehmen? Hier willst du die einfach mal rübernehmen. Ja. Hier können wir es eigentlich auch ganz kurz machen. Wir haben Klong in Space, also Klong im All gespielt. Wir haben ja hier den Daniels normales Klong und das spielen wir auch sehr gerne. Haben wir auch zuletzt tatsächlich nochmal gespielt. Ja, und haben dann Klong in Space, hatte ich mir mal geholt und haben das dann gespielt und ich fand es unterm Strich, aber so ist es schon wieder ausgezogen und wir spielen tatsächlich lieber das normale Klong, weil ich finde, das lässt sich cooler, lockerer runterzocken. Das andere hat schon so ein paar kleine Extra-Kniffe und so, das ist durchaus okay. Die aber das Spiel jetzt auch nicht aufwerten. Nee, die machen es halt nur so ein kleines bisschen kennerlastiger, wenn du so willst, dass du vorher noch irgendwo hin musst, um dir noch eine
Chipkarte zu holen. Und außerdem gefällt mir das Fantasy-Thema besser als das Science-Fiction-Thema. Und es gibt ja auch genug Erweiterung für das normale Klong. Deswegen ist Klong im All bei uns leider ausgefallen, durchgefallen. Also nicht komplett durchgefallen, war schon okay, aber es konnte das normale Klong nicht besiegen, sagen wir mal einfach so. Nur das dazu, deswegen ist wieder ausgezogen. Wir behalten lieber Daniels Klong. On the Origin of Species. Ja, ich kotze ab. Haben wir auch auf der Messe mitgenommen, sah super schön aus. Mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht. Also ich habe da nebensätzlich, ich habe die ganze Spuren Zeit von, ich habe die ganze Zeit nur abgekotzt bei dem Game. Was weiß ich nicht wem und versuchen verschiedene Tierarten oder waren das nur für Vögel? Nee, ja, also wir sind als Charles Darwin auf der Beagle unterwegs und machen so eine Entdeckungstour und fahren von Insel zu Insel und versuchen Vogel, also Tierarten da zu entdecken und zu bestimmen und kriegen dann dafür Punkte. Thema ist da, sage ich jetzt mal, reißt aber nicht mit. Du hast so Karten, da legst du hast so kleine Klötzchen und die legst du einfach irgendwo drauf. Es gab noch zwei so Klötzchenarten, es gab Beige und Holzfarben und die konntest du null auseinanderhalten. Also wer das gemacht hat, also wir haben uns dann noch aus dem anderen Spiel, aus Klong, noch andere Klötzchen rausgeholt, damit wir es irgendwie klar schießen konnten. Setzt immer das Klötzchen irgendwo ein und es geht dann quasi reihum, also Klötzchen reinsetzen oder Klötzchen runternehmen. Wenn die Klötzchen runternimmst, dann produzieren die Klötzchen das, was da drauf steht sozusagen, und das musst du dann direkt ausgeben, um irgendeine Tierart zu entdecken. Auf den Tierartkarten steht halt drauf, was man ausgeben muss. Ne? Ja, und legst es dann nur hin und die produzieren dann wiederum zwei Federn und einen Stein anstatt, weiß ich nicht. Und so geht das dann und fährst dann da rum bis am Ende und am Ende bist du froh, dass das vorbei ist. Ist auch ein super kleiner Spielplan und ich fand's katastrophal und es ist hier auf jeden Fall auch schon wieder ausgezogen und ich fand es gar nicht so schlimm. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Es war halt easy, es ließ sich schnell durchspielen, irgendwie eine halbe Stunde oder was so gefühlt. Und war jetzt nicht mega anspruchsvoll, war aber auch nicht mega anspruchlos. Super unübersichtlich auch. Dann liegen die ganzen Klötze da drauf, dann siehst du schon nicht mehr, was das für Ressourcen da drunter waren und so weiter. Und wirklich, ey, das Spielbrett ist so, also das ist super Absturz. On the Origin of Species auf keinen Fall kaufen. Braucht ja auch nicht. Mir hätte das gar nicht aussehen müssen, aber mit wem soll ich dann nicht, also mit wem soll ich spielen, wenn ich mit dir, ne? Ja, ich verkaufe auch manchmal extra Sachen, die dir gut gefallen. Ja, das stimmt. Mage Knight und dann fangen wir mal an, ein Spiel, was ungefähr die gleiche Breche schlägt, und zwar It's a Wonderful World. Haben wir jetzt auch frisch gestern quasi gespielt. Hat der Chris auch mitgebracht und sagte, oh, das müssen wir unbedingt quasi spielen und ich wollte es auch gerne mal spielen, weil man ja schon wechselnde Meinungen darüber hört, beziehungsweise alle sind irgendwie so angetan. Der Daniel sagt, oh, mir hat das richtig gut gefallen. Du draftest eine Runde Karten und verschrottest du die oder du legst sie aus und auf den Karten, die du auslegst, stehen so bestimmte Klötzchenfarben drauf und von den Karten, die du verschrottest, steht auch eine Klötzchenfarbe auf, dann nimmst du die Klötzchen, tust sie quasi da runter und wenn du genug hast, dann wird das quasi gebaut und klingt ja schon fast nach Origin of Species. Ja, also ist ja eigentlich schon so ein bisschen. Es erinnert mich so ein bisschen an Sie das Exodus, nur diese Draft. Du draftest die Karten, um die dann zu verschrotten, damit du diese Dinger hast, um die irgendwo draufzulegen. Nur, dass du halt nie diese Karten irgendwie fertig bekommst und es wird über vier Runden gespielt. Und bei mir kam nur Scheiße an. Ich hatte nur Karten, ich habe keine Ahnung, ob es kacke gemischt war. Ich fand es aber auch super, super schräg, langweilig und bekommt von mir auch, und was hat er gesagt, auf der Messe hat es glaube ich 50 gekostet oder 40 gekostet, ich habe ihn ausgelacht. Und ich hatte am Anfang schon gesagt, Digga, das ist Schrott, dann hat er sich wieder zulullen lassen, dann gab es kein Deutsches mehr und hat sich ein Französisches geholt, sodass quasi oben auf den Texten auch Französisch, also es ist ja nur der Name der Karte, was weiß ich, Panzerfabrik oder weiß ich nicht, ist auch ein Zivilisationsspiel und oben steht dann wirklich nur ein Panzer und dann steht es auf Französisch, das ist schon gar nicht so. Naja, gut, also vollkommen belanglos. Ich sag mal, das schlechtere Century der Gewürz, Century die Gewürzstraße, wo okay, du die Gewürze die ganze Zeit irgendwie so tauscht. Das persönlich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Nee. Und jetzt mal hat sie mir das ja, mal im Nachhinein. Ja, im Nachhinein, ja, das ist immer so ein Beispiel, nur ein kleines Tauschen und so. Aber ich fand schon eigentlich, kann man mal machen. Also It's a Wonderful World kann man nicht machen, muss man nicht machen. Ciao, Kakao. Carnival of Monsters.
Wollten wir eigentlich so lange zumindest behalten, bis wir es mal zeigen können. Jetzt haben wir es schon wieder Jetzt haben wir es schon abgegeben. wieder abgegeben, aber nicht, weil es ultra schlecht war oder ultra räudig. Es ist tatsächlich ganz nett, aber es ist halt, wir haben es auch jedem gezeigt, der das irgendwie kennenlernen wollte, haben es auch immer dann gerne ausgepackt und gespielt. Aber Wir es haben wäre, es durchgespielt halt. ja, wir haben es halt durchgespielt. Also es hat, in anderen Familien ist es besser aufgehoben, in anderen Brettspielhaushalten als bei uns. Für uns ist es schon eine Ecke zu anspruchlos und ja, wir wären diesem Spiel leider nicht gerecht geworden. Obwohl es Ja. halt sehr schön illustriert ist, ist es vom Material super hochwertig. Die Münzen sind super schön. Oder haben wir mit unseren Münzen? Haben wir mit unseren Wir haben Metallmünzen? die Achso, okay. Dinger gar nicht Ich kann sie ja nochmal verlinken. ausgepackt, glaube ich. Ich lege euch die Metallmünzen runter. Übrigens kann ich euch mal kurz sagen, ich knüpfe mal kurz hier rüber. Aber Norma und Andreas, beziehungsweise Andreas, hat es eigentlich ganz gut gefallen und er hat direkt am Tisch gesagt, ja, dann kaufe ich euch das ab und dann, ja, hat es auf jeden Fall schon ein neues, gutes Zuhause gefunden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Münzen, die ich habe, beziehungsweise die wir haben, die zeige ich ja immer mal wieder. Die sind ja über alle Zweifel erhaben. Und ich habe dem irgendwann geschrieben, bei Amazon habe ich die gekauft, da gibt es den Link, packe ich mal unten rein. Eine der besten Anschaffungen, die wir eigentlich bisher Ja, getätigt haben, ja, die sind ja, eigentlich ja. echt immer dabei und super allgemein kompatibel. Jeder, der es schon mal hier gesehen hat, denkt schon wieder, jetzt hypt der quasi diese Münzen wieder. Ich finde sie aber einfach nur so fett. Und für Spartacus beispielsweise brauchst du ja viele Einer, ne? Und da hast du so guten gemischten Beutel auf jeden Fall, den du kaufst. Also alles Tutti für, ich glaube, bis mehr als 20 Euro. Mega geil. Und dann hatte ich ihn angeschrieben über Umwege und habe gesagt, pass auf, ich brauche keine Fünfer und Zehner mehr, ich brauche nur Einer. Und tatsächlich könnt ihr mal gucken, hat er jetzt auch ein reines Einer-Pack mit an den Start genommen. Ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt drin sind. 50 Stück, glaube ich, oder so. Ja, dass man nur Einer-Packs am Start hat. Und hat mir dann nochmal als Dankeschön für den Tipp, hat der Cord, so heißt der gute Mann, mir noch vier Pakete mit Einer-Münzen tatsächlich noch zugeschickt, die wir eigentlich nicht brauchen, weil wir schon genug haben. Aber ich finde, da wird sich schon noch mal eine Möglichkeit finden, den noch unter die Leute zu bringen. Also unter euch quasi, weil ich habe ja schon genug tatsächlich. Wenn mir mal zwischendurch was einfällt. Leute, ich mache es einfach so, erinnert mich dran, ich lege sie einfach mal hier unten rein. Dann sind sie nie so weit weg, falls mir mal was einfällt, um das quasi zu machen. Ja, Carnival of Monsters, Back to the Carnival of Monsters ist auf jeden Fall ausgezogen, durchgezockt, runtergenudelt. Ja, wir Was versuchen ist eigentlich euch? Monster einzufangen und die in die Lande zu schicken, die wir schon ausgespielt haben. Müssen Strafgeld bezahlen, wenn wir die dann doch nicht Einfangen können. einfangen können. Ja, also ich würde es jedem empfehlen, der. Wem würdest du es empfehlen? Ich finde es to also ich finde es toll. Also eigentlich kann man nichts dagegen sagen, aber es ist bei uns wird es halt nicht auf den Tisch kommen. Nicht mehr, also wir haben es echt, wir haben es fünfmal, sechsmal oder so Ja, gespielt wenn und Silvester mitkommt, dann Andreas und Norma sind ja Silvester auch mit dabei. Dann spiele ich das auch total gerne mit. die haben das gekauft, Aber es wäre schade was sie halt, natürlich nicht wissen, als wir das hier gespielt, als wir das hier gespielt haben, zuletzt, bevor wir es dann eingepackt haben und es verkauft haben, hatten wir noch gekocht, da war da war es eigentlich schon verkauft. Thomas, Timo, Selçuk waren hier, da war es schon verkauft, die haben gesagt, okay, wir nehmen das beim nächsten Mal mit. Aber ich lasse es euch so lange hier, dass wir es vor die Kamera noch zeigen können. Dann hatten wir es zuletzt gespielt zum Thomas, Timo, Selçuk. Und wir hatten dann Schweinebraten mit Knödeln und Rotkohl gemacht und haben dann hier quasi das Spiel so zusammengeschoben, um erstmal zu essen. Und Thomas, ich habe keine Ahnung, schaufelt sich den Rotkohl in den Mund. Ich weiß nicht, ob es heiß war, ob er sich verschluckt hat. Macht auf einmal nur so. Und über das komplett, also kein Scheiß, über das komplette Spiel Rotkohl drüber gehustet. Hat aber dann einen Lappen geholt und eins weg und hat gesagt, ja gut, ist er jetzt auch schon weg. Ist er jetzt gut und Timo pflückte die ganze Zeit noch weiter diesen Rotkohl von diesem Spiel runter. Halt eben so. Im Nachhinein war natürlich nichts mehr zu sehen, Ja. aber das war schon die übelste Rotkohl-Party. Und vorher dann schon so, ja, nee, passiert schon nichts, sagte ich noch. Alles gut. Jetzt wollen wir nicht Ich abräumen, finde, ist das ja ist ein mein. kleines, nettes Familienspiel. Ich glaube, das wäre was für Ja, Familien. aber da wirst du vielleicht noch ein kleines bisschen zu dunkel, dann irgendwie auch und so. Aber Nee. scheiß drauf, Leute, wenn ihr es irgendwann seht, testet es aus. Kaufen braucht ihr es Ja. auf jeden Fall definitiv nicht, würde ich sagen. Weiß nicht. Also ich würde mir jetzt nicht sagen, nee, kauft's euch nicht.
Ich finde es sehr süß. Also wenn ihr Bock habt auf seichte Spiele, dann kauft es euch meinetwegen. Genau, es ist halt total seicht so. Kostet halt nicht so viel, 40 Euro, 39 Euro, so Kandidat, 35 Euro, Kandidat. Sag doch nicht nee, wenn du nicht weißt, Engelbert. Ende Dann ist immer das 20. Gleiche mit dir. Ende 20, das kostet nicht Ende 20. Ja gut. Das ist ein klassischer 35 bis 39er Kandidat. Okay. Soll ich mal hier noch was nehmen? Kannst du den Schrank vielleicht zumachen? Das stört mich jetzt, wenn er die ganze Zeit auf ist. Meine Güte, ey. Du weißt doch, dass spätestens zwei Katzen in 10 Minuten da drin sitzen und Ja, alles das stimmt rausräumen. natürlich. Mein Messegeheimtipp, den ich als Messegeheimtipp bekommen habe, ist tatsächlich Pauper's Ladder von Paul Stapleton. Habe ich auch im Loot-Video gezeigt und so weiter und so fort. Und wir haben es tatsächlich letztens zu viert gespielt, letzte Woche Montag. Und es hat allen richtig gut gefallen. Wir haben allerdings sehr spät damit angefangen, erst um kurz vor 11 und dann haben wir um so Viertel nach 11 und haben dann so Mitternacht dann gesagt, komm, jetzt müssen wir mal Schluss machen, irgendwie ist das so gewesen. Das heißt, wir haben es nicht komplett klar gemacht. Aber wir waren uns alle einig, es sind 60 bis 90 Minuten auf jeden Fall schaffbar. Eher 60 Minuten, 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahren. Wir rennen mit so einem Meeple hier. Ich kann den mal kurz zeigen. Jeder hat hier so einen Meeple, die sind auch schön groß. Und hat dann hier noch so einen Vogel, der ist auf so einer Scheibe dargestellt. Und wir rennen dann hier über so einen Plan drüber. Ich hole es mal kurz raus. Spielanleitung auch überhaupt nicht dick. Jeder hat hier so einen Charakterbogen. So, und dann gibt es hier verschiedene Locations und es gibt einen Shop und weiß der Geier was. Es ist wie ein Adventure-Spiel. Und wir reisen dann durch die Gegend und encountern dann irgendwelche Sachen. Unser Vogel kann Sachen encountern. Wir können unseren Vogel noch ein bisschen leveln und wir sind auf der Jagd nach Tugenden. Tapferkeit, also eine Tugend ist zum Beispiel den Drachen töten. Und dann, wer als erstes 3 Tugenden hat, der gewinnt das Spiel. 5 Rezepte lernen, 30 Gold spenden und so Sachen. Und es hat mit allen richtig Spaß gemacht. Es gibt Quests, du kannst irgendwie zum Shop gehen, um dir da Items noch zu holen, um deinen Typen noch weiter auszurüsten und so weiter und so fort. Und gab's nichts dran zu meckern. Gerade die großen Dinger, es ist vielleicht ein bisschen bunt, finde ich, aber es gibt dann hier Gebirge-Encounter, Minen-Encounter. Es gibt Sachen, die du craften kannst, so Rezepte, da musst du halt eben rumrennen und verschiedene Ingredients sammeln. Wie es hier am Beach gibt, zum Beispiel hier diese Feder, die man wiederum für 3 verschiedene Zauber brauchen kann und so. Super ausgefeilt, durchgedacht, super nice, super cool, super geil. Hat mir richtig gut gefallen. Das Einzige, wo du immer sagst, oh nee, ich habe da gar keinen Bock drauf. Also es spricht mich gar nicht an, hast du gesagt, ne? Nee, ich habe nicht gesagt, dass mich das überhaupt nicht anspricht, dass ich da gar keinen Bock drauf habe, sondern ich habe gesagt, das ist ein Spiel, was du dir auf der Messe kaufst, weil du das, weil dich das da anspricht, du es aber nicht spielen wirst. Und? Du hast es gespielt. Siehst du? Ist doch gut so. Aber nur, du wolltest es mir ja eigentlich auch nur zeigen, ne? Also der zeige ich es jetzt. Nee. 5000 Mal hat er gesagt, du wirst es nicht spielen. Nee, ich mache vielleicht noch ein Video dazu. Vielleicht habe ich. Es ist doch gut, dass ich ein bisschen Druck aufgebaut habe. Ach, Engelbert, kein Mensch braucht deinen Druck, ehrlich nicht. So, weiter geht's. Was haben wir? Everdell oder was? Wir haben Everdell nochmal gezockt, bei uns ist ja mittlerweile ausgezogen, weil es irgendwie nicht mehr auf den Tisch gekommen ist. Und Everdell ist ja jetzt momentan in aller Munde und so. Und nachdem wir es dann nochmal gespielt haben, war es auch schön, das zu spielen, aber wir hatten nicht den Drang, jetzt noch die deutsche Version nochmal zu kaufen und auch nicht den Drang, Erweiterung zu kaufen. Sondern ist auch so ein Spiel, was ich jederzeit überall mal mitspielen würde, wenn es dann noch auf dem Tisch liegt. Aber was, wenn es hier im Schrank stehen würde, wir einfach nicht rausholen würden. Dementsprechend, ja, ciao, Kakao. Dann haben wir Pax Pamir gespielt. Eins der Spiele, was auch ziemlich unter dem Radar ziemlich gehypt worden ist bei einigen Kennern, sage ich jetzt mal. Mir kommt es auch so vor, als hätte ich das in irgendeinem Video, weiß ich nicht, schon irgendwie erwähnt oder gezeigt oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Oder war es im letzten schon mit drin? Ich kann es Und ja dann will es trotzdem nicht. nochmal sagen. Ja, wann soll ich denn darüber geredet?
geredet haben. Und dann muss ich alleine das gewesen sein. Egal. Pax Pamir, wir sind irgendwo Anfang 19. Jahrhundert, irgendwo im Orient. In Afghanistan sind wir tatsächlich. Ist Orient eigentlich Afghanistan? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, egal, wir sind auf jeden Fall in Afghanistan. Und da sind die Russen am Start. Da gibt es halt so einen Konflikt zwischen Afghanen, Russen und Briten tatsächlich. Und da baut man so ein bisschen Straßen und muss so Mehrheiten haben und Werten auf so einem Sand, auf so einem Sacktuch irgendwie als Spielplan, was per se ganz cool war. Und aus Resin die ganzen Klötze da gewesen sind und so, das ist alles schon ganz nice gewesen. Es stehen viele historische Flavortexte auf diesen verschiedenen Charakteren, die hier drauf sind. Alles natürlich komplett auf Englisch wieder. Dementsprechend kannst du da nicht mal easy sitzen, weil es immer schon so ein bisschen Text ist, weil du dich schon auf das Spiel auch konzentrieren musst. Und insgesamt ist mir das viel zu wenig Spiel gewesen. Und ich würde es nicht nochmal mitspielen wollen. Es wird sicher nochmal besser, wenn man es nochmal mehrmals spielt. Aber ich würde es nicht nochmal mitspielen wollen, außer unter Zwang. Mhm. Oder? Da haben wir andere Sachen, die mehr Spaß gemacht haben. Das stimmt. So. Dann, was wir auch gespielt haben mit Thorsten, ist das Streben nach Glück, The Pursuit of Happiness. Willst du dazu was sagen? Nee. Sagt euch bestimmt auch was, das neue Spiel des Lebens, sozusagen das neue, ich glaube, es ist auch schon mittlerweile 2 Jahre alt oder was, ist ja über die Spieleschmiede, glaube ich, rausgekommen auf Deutsch. Wir leben das Leben eines Menschen einmal durch, die verschiedenen Epochen, ich glaube, im Teenageralter geht es dann quasi los. Und dann junger Erwachsener, älterer Erwachsener, alter Herr und bis am Ende ist man dann quasi tot. Wenn man dann gestorben ist, dann wird Punkte quasi gewertet. Man muss versuchen, sein Leben sich möglichst schön zu gestalten. Dazu holt man sich Karten, Urlaub machen, damit der Stresslevel sinkt. Weil wenn man weniger Stress hat, dann steigt die Lebenserwartung. Dann können wir da wieder noch mehr Punkte machen. Alles drum und dran und Zeug. Haustiere kannst du holen, du kannst dir Haus bauen, Träume anschaffen, Berufe erlernen, persönliche Lebensziele halt eben dann machen, Hobbys. Musst dein Geld verdienen, deine Zeit so ein bisschen einteilen, die durch Worker-Plasse so repräsentiert ist. Sehr, sehr schönes Thema, sehr, sehr nett gemacht. Unterm Strich, ja, also man hätte es besser gar nicht darstellen können. Das stimmt, letztlich ist es trotzdem ein super mechanisches Spiel, was ein kleines bisschen so in Rechnerei ausartet. Ah, dafür brauche ich jetzt 2 Zeit und ein, weiß ich nicht, Wohlgefühl. Dann lege ich mir das schon mal zur Seite, dann habe ich das, dann könnte ich das noch machen und so. Ja, am Anfang ist man erstmal super geflasht vom Thema und vom Material und es macht mega Bock, aber nach hinten raus, jetzt muss ich hier noch kurz arbeiten gehen, damit ich nächste Runde Geld habe, um mir das hier quasi zu kaufen. Dann geht das hoch, dafür geht das quasi runter. Ist aber, glaube ich, noch ein schönes Spiel, um den Leuten Brettspiele näher zu bringen, weil jeder mit dem Thema was anfangen kann. Und, ja, aber insgesamt fand ich es zu lang einfach auch. Das stimmt. Ja, irgendwann also, war man froh, genau. Dass es dann vorbei war, tatsächlich auch. Und wenn man ein Spiel hat, wo man dann froh ist, dass es vorbei ist, genau. Ist eigentlich immer nie ein gutes Zeichen. Ja. So. Dann können wir auch noch ein Spiel, wo man ziemlich froh war, dass es dann vorbei war, was momentan auch in aller Munde gewesen ist. Ich bin bei Duckhound Games gewesen in Köln und habe ein Video zu Mint Condition gemacht, was ja auch im Vorfeld auch von uns empfohlen worden ist in dem Pre-Messe-Video, beziehungsweise der Chris hat es dann damit reingenommen als so eine Ehrennennung. Beim Tom Wesel ist es jetzt quasi gelaufen und das ist halt eben so ein kleines. Also letztlich ist es ein Draft-Spiel, nichts neu gewesen. Du musst halt eben gucken, dass deine Brettspielsammlung mega geil intakt bleibt. Cooles Thema, letztlich ist es aber einfach so, du draftest deine Karten durch, legst sie quasi aus. Kannst du auch ein Sushi-Go spielen, also es reißt nichts weg. Es ist einfach nur so ein Draft-Spiel. Und je nachdem, ich weiß nicht, wie viele Leute spielst, kriegst du dann noch nicht mal eine Karte dann irgendwie zurück. Also ist dann schon verhältnismäßig so, ja. Weiß ich nicht. Hat sich auch nicht gut angefühlt und von mir gibt es dafür dann auch keine Empfehlung. Ich finde, viele finden es auch geil wegen dem Thema, weil es halt so ein Metathema, für weil wir alle Brettspieler sind und wir unsere Sammlung ja auch irgendwie hegen und so. Aber das ist auch so ein Spiel aus der Kategorie, das brauche ich nicht. Allerdings haben die da wohl noch Spiele in der Pipeline, die irgendwann nächstes Jahr kommen sollen. Von denen ich mir was habe erzählen lassen,
Die klangen für mich auf jeden Fall besser. Ist ein super geiles Video geworden, durfte ich dann im Nachhinein leider nicht veröffentlichen, weil im Hintergrund die Schachtel von dem neuen Spiel zu sehen war und das Bild durfte dann nicht ins Internet geleakt werden. Irgendwie, weiß ich nicht, super behindert, einfach nur auf der Messe stand diese fucking Schachtel auch einfach da und jeder konnte sie quasi fotografieren. Weiß ich nicht. Letztlich habt ihr ja auch nichts verpasst. Außer, dass wir da auch schön gesprochen haben, auch über die neuen Sachen da gesprochen haben. Und es war ein sehr spaßiges Video. Der Haider ist noch zusätzlich mit da gewesen und wir haben richtig viel gelacht. Es war sehr unterhaltsam. Nur das Spiel hat nichts getaugt aus meiner Sicht. So. Ist okay. Einfach nur ein kleines okayes Draft-Spiel. Ciao, Kakao. Dann haben wir hier noch zwei Sachen draufstehen, drei Sachen Eins, zwei, draufstehen, drei, ne? vier. Carson City. Ja, wir haben Carson City gespielt. Das ist auch von Chris gewesen. Der hat das auch auf der BerlinCon, auf der allerersten BerlinCon sich geholt in so einer Deluxe-Version. Und wir bauen alle an so einer Westernstadt und haben dafür Cowboys jede Runde am Start. Das wird über 4 Runden gespielt. Und die setzen wir auf verschiedenen Aktionsfeldern ein, um Sachen zu machen, Geld zu verdienen, Siegpunkte zu kriegen, Grundstücke zu bauen, darauf Gebäude zu richten und die Gebäude, je nachdem, wir haben immer so eine Voraussetzung, dass die irgendwo angrenzen mussten. So eine Mine muss an möglichst viele Gebirge angrenzen. Dann produziert die halt möglichst viel Zeug. Mit dem Zeug kann man sich dann wieder andere Sachen holen, Geld in Siegpunkte umwandeln. Es hat halt so einen coolen Mechanismus. Muss halt ein bisschen, kannst dich auch bei einem anderen Feld draufstellen, wo schon einer ist. Und dann gibt es quasi ein Duell. Es gibt so Ressourcen als Pistole und die Typen, das sind dann deine Feuerkraft. Dann hat jeder noch ein W6, dann wird gewürfelt, wer den anderen da wegschießen, die Aktion auslösen kann. So kann man sich noch ein bisschen so ein balancen. War auch nur Kategorie okay, cooles Material, eigentlich auch echt schön gemacht. Hat mich jetzt nicht so weggerissen, wo wenn es also, hey, komm mal vorbei, lass mal Carson City zocken, dann würde ich mich nicht auf den Weg machen dahin, um Carson City zu zocken. Ich würde mich dann eher für andere Spiele auf den Weg machen einfach. So, du hast es nicht gespielt, du kannst ja leider nichts zu sagen, ne? Dann haben wir noch zwei Spiele hier drauf. Eins zu einem kannst du auch nichts sagen. Und zwar habe ich mir Fortune und Glory. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal irgendwie in einem Video gesagt habe. Ich habe mir Fortune und Glory gekauft, direkt wieder mit Erweiterung. Dieser Erweiterungswahnsinn, wo es jetzt schon sagte, Alter, lass es doch einfach bleiben, ständig die Erweiterungen sofort zu den Spielen zu kaufen. Und habe natürlich gekauft, Erweiterung gar nicht gespielt, Grundspiel gespielt. Super trashiges Ding, Indiana Jones Style. Wir sind als Abenteurer unterwegs und müssen so Schätze sammeln, die verkaufen, um damit quasi Glory zu sammeln. Und wer dann genug Glory hat, der gewinnt das Spiel. Einen bestimmten Satz, den man am Anfang der Runde haben muss. Natürlich, unsere Widersacher sind die Nazis. Wie sollte es anders halt eben sein? Deswegen gibt es auch Karten mit verfassungsfeindlichen Symbolen drauf. Symbolen drauf. Das Game ist halt eben aus Amerika. Da ist das halt eben noch nicht so wild, aber es gibt halt eben Hakenkreuze auf den Rückseiten der Nazi-Karten stapeln und so. Vielleicht nicht für jedermann. Super trashig, super würfelig. Unterm Strich dann auch tatsächlich die Flying Frog Games haben ja auch nicht so eine geile Quality. Es ist dann ausgezogene Tim Lisa hat es dann nachher bekommen. Leider ist es. Ich habe es per Hermes verschickt, das Paket kam zurück. Und ich weiß nicht, was sie da mit gemacht haben. Ich habe es dann nochmal so halbwegs neu verpackt und nochmal losgeschickt. Es kam an, es war dann halt eben in dem Ding, in dem Karton halt eben irgendwie auch aufgegangen. Und es waren ein paar Karten verknickt, was mir mega leid tat und mir mega unangenehm gewesen ist, als er mich auf der Messe darauf angesprochen hat, weil ich normalerweise mich über solche Leute aufrege. Aber was da bei Hermes wieder gelaufen ist, das ist ja absoluter Absturz gewesen. Ja, kann man aus, ich sage, es gehört zur Kategorie, müsst ihr ausprobieren, ob euch das quasi gefällt. Ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Das andere hast du einfach durchgestrichen. Grim Forest, ja, weil wir jetzt darüber sprechen und dann kann er jetzt, ach so, noch zwei Sachen haben auf der Liste. Ja, Grim Forest hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, haben wir auch schon mal gespielt. Es hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben es bei Roman und Ela jetzt die Gelegenheit gehabt, das nochmal zu spielen. Und es hat mir wieder gut gefallen. Ich hätte es ja gerne, damit ich die Miniaturen anmalen kann, die kleinen Schweinchen und so, weil da sind echt schöne Miniaturen dabei, finde ich. Es hat aber beim zweiten Mal auch länger gedauert als beim ersten Mal irgendwie. Es war so ein, weiß ich nicht. Nee, ich fand beim ersten Mal hat es länger gedauert. Ja, fandst du? Ja, gefühlt schon. Ja,
Da bin ich noch so ein bisschen in der Waage. Es ist halt eben wenig Spiel eigentlich. Das gibt einen Ort, der produziert Ressourcen, Stroh, Lehm, Stein. Und dann legst du verdeckt deinen Sammler hin, dein Schweinchen, wo es sammeln gehen soll. Und geht man mit einem anderen zusammen dahin, muss man sich die Ressourcen quasi teilen. So, keiner muss immer ein bisschen abschätzen, was abgeht, wo man hingeht. Und dann gibt es halt eben noch so Märchenkarten. Die kann man dann, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen. Also gibt Freunde und es gibt Sagenkarten, weiß ich nicht. Die legt man auf jeden Fall verdeckt hin und da ist der große böse Wolf drunter und die zünden dann nochmal so Special Abilities. Dann geht der Wolf dahin und frisst das eine Schweinchen, dann kannst du da nichts mitnehmen oder es klaut Ressourcen oder das Ziel ist, man muss 3 Hütten bauen und dann hast du den Riesen, der pustet dir das Dach von deiner Hütte wieder weg und alles sehr nett märchenhaft gemacht. Also, das ist schon vom Style her einfach richtig cool, ist aber kein deepes Spiel, sondern eher so eine seichte Ja, und ich weiß nicht, Verschwörung. wie das jetzt mit der Wiederspielbarkeit ist dann. Also damit tue ich mich schwer. Also von mir aus muss es hier auf gar keinen Fall einziehen. Wenn es irgendwo liegt, dann würde ich es auf jeden Fall auch immer mitspielen wollen. Aber es ist kein Spiel in meinen Augen, das wir selber haben müssen. Und die Schweinchen würdest du bestimmt gerne Ja, bewahren. die sind super süß. Die Qualität ist bombig einfach von dem Ja, Spiel. es gehört zur Kategorie überproduziert auf jeden Also es Fall. ist aber ganz, ganz toll. Aber ich weiß nicht, ob es bei uns so ein schönes Zuhause hat. Wir haben am Wochenende, du schläfst jetzt glaube ich ein, ne, Engelbert, du bist schon müde, Nee. doch, deine Augen verraten das. Wir haben auf jeden Fall Mystery House gespielt. Was ist das für eine Art Spiel? Was kann man denn? Ja, es ist eine Art Escape Game, würde ich sagen, aber eine ganz neue Art von Escape Game. Wer aufgepasst hat und den Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass es das hier schon mal zu gesehen gab, bevor es das woanders zu sehen gab, nämlich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gab es so einen runtergeranzten, aus Pappe zusammengebauten, übelsten Alpha-Prototypen für das Ding. Und tatsächlich ist das Ding jetzt erschienen. Ich glaube, bei Cranio Creations ist es erschienen. Und gibt es auch nur auf Englisch, ne, aktuell. Es wäre super wünschenswert, wenn da noch eine deutsche Lokalisierung erscheinen würde. Ich kann nur sagen, wir haben am Nebentisch Tapestry gespielt. Und auf der anderen Seite saßen Timo, du, Norma und Karina. Und es war ein Gegacker, ein Geschreie, eine Jubelschreie, Flüche. Da war von Yeah und Ah und bis, das kann nicht sein und Scheißspiel eigentlich alles dabei so. Nee, Scheißspiel auf keinen Nee, Fall. okay. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einfach diesen Spielkarton in der Hand und könnt dieses Haus einfach sehen. Und in diesem Spielkarton sind überall kleine Löcher und ihr könnt da durchgucken mit eurer. Die hatten auch so eine kleine Erweiterung quasi, und hatten so kleine Taschenlampen dabei. Die waren aber leider irgendwie so ein bisschen störend, weil die mehr geblendet haben. Also da tat es das Handylicht auf jeden Fall tausendmal besser. Ihr habt diesen Spielkarton, den habt ihr dann mit 3 Leuten irgendwie in der Hand. Der eine bedient das Handy, um die Hinweise dort einzugeben, und guckt dann mit der Taschenlampe in diese Löcher rein, guckt, was ihr da so für Hinweise findet überall, ne? Und es hat uns, Gib also mal so ein eigentlich, Beispiel, gib mal so ein Beispiel. Du ja, guckst du da guckst dann durch, dann halt durch siehst du das Fenster und dann siehst du, da hängt ein Bild und dann siehst du in dem Bild aber auch noch andere Sachen und du musst dann, siehst du quasi, das Bild hat oben, wird es benannt mit Q7 oder sowas, und dann kannst du im Handy, gibst du dann Q7 ein und siehst oder musst in dieser Auflistung auswählen, was du auf diesem Bild dann siehst. Und dann sagt er dir entweder, ja, ist es richtig, du hast jetzt ein neues Objekt gefunden, oder da sagt er dann halt, okay, dein Hinweis stimmt jetzt überhaupt gar nicht. Wir hatten Schwierigkeiten am Anfang, wir wussten jetzt nicht, wie weit dürfen wir denn in den Karton reinschauen? Weil dürfen wir nur strikt geradeaus gucken? Weil es ist ja klar, dass, Man darf nur geradeaus gucken, ne? nee, du darfst halt wirklich rechts und links gucken. Komplett. Alles, was du siehst, kannst du eigentlich eingeben. Und wenn irgendwas eigentlich in deinem Bereich nicht sichtbar wäre, es aber anders nicht lösbar war, dann sagt er dir auch, du stehst zu weit weg. Ja, der macht einem schon dann darauf aufmerksam, so, okay, den Hinweis, den würdest du jetzt eigentlich noch gar nicht sehen. Weil du stellst ja am Anfang, stellst du dieses Szenario auf und musst diese kleinen Karten dann in diesen Spielkarton aufstellen. Und da sind dann halt ein Spiegel, ein Klo oder ein Bett oder ein Wohnzimmer wird abgebildet und du kannst dann von Raum zu Raum gucken und dir dann die Hinweise dann da raussuchen. Ja, einer von uns hat dann das Handy bedient und den Spielleiter gemacht, der wird auch immer reihum umgegeben. Wir haben es aber nachher beim Timo gelassen, damit die anderen nicht angelernt werden, weil er hat 60 Minuten Zeit. Wir haben es auf jeden Fall nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft.
hat dem auch gar keinen Abbruch getan. Wir hatten jetzt auch nicht diesen Ehrgeiz, dann irgendwie das in 60 Minuten zu packen, sondern wir haben es einfach gespielt. Es gab auch Strafabzüge, wenn man irgendwie einen falschen Code oder sowas hinterlegt hat. Und es hat mir super gut gefallen. Das einzige Manko war tatsächlich, dass es auf Englisch ist. Ja, wir wissen alle, was ein Table ist, ne? Aber wir hatten auch ganz viele Sachen, da wussten wir nicht, was ist das denn jetzt? Und Das ist ein eigentlich rennt ihr, Pattern. ja, und dann Pattern rennt ihr ist eigentlich so eine Zeit so weg ein quasi. Flicken halt irgendwie, beispielsweise so ein Teppich flicken Ja, oder oder eine irgendwie Decken flicken. Stain war irgendwie ein Fleck oder so. Und das war halt sehr, sehr schade. Also ich würd mir wünschen, dass es auf Deutsch rauskommt, tatsächlich. Und dann würde ich es auf jeden Fall uneingeschränkt weiterempfehlen. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen hinderlich gewesen, dass es auf Englisch Ja, war. und eigentlich konntet ihr alle 4 Jahre was Englisch auch nicht so Ja. schlecht und es war für alle einfach Genau, hinderlich, also wir also haben ne? dann einmal mit dieser App da gesessen. Es hat nur geschaut, dass das App-basiert ist. Das passt perfekt dazu. Und das andere Handy, da lief dann halt der Translator, der Übersetzer, und dann hat jeder dann mal eingegeben. Und je nachdem, man hat irgendwie einen Code richtig geknackt, durfte man dann weitere diese Abgrenzungen aus dem Karton quasi rausnehmen und hatte dann einen Blick wieder auf weitere Räume und auf weitere Hinweise. Und das Hattest du war so eine super Geschichte cool. erzählt dann auch? Genau, ja. Und es war ganz, ganz toll. Und es ist ab 14 Jahren und ich kann auch verstehen, warum es ab 14 Jahren tatsächlich ist. Also wir haben uns echt gegruselt da. Ja. Ja, in 2 Szenarien gibt es. Ihr habt eins davon gespielt, das andere Genau. halt eben noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt uns jetzt ja quasi noch herausgefordert. Ja, müsst ihr auch mal spielen, aber ihr seid wahrscheinlich zu doof, weil ihr schon an einem, die Rätsel sind knackig da drin auch Auf jeden dafür. Also, Fall, ja. ja, also muss man schon ein bisschen gucken und so. Aber ja, coole Nummer. Ja. Mystery House, geil. So, wir kommen langsam zum Ende. Hier ist noch ein Folie drin. Wir haben es gestern gespielt. Der Thomas hat es uns quasi geschenkt. Stille Post extrem. Willst du es mal kurz erklären? Jeder von uns, also es darf, ich Ich glaube, pack's acht einfach mal Personen aus. dürfen es mitspielen, ne? Sechs. Oder brauchen wir eine Erweiterung? Acht ist Hier es. stehen jetzt sechs Blöcke drauf, ne? Ja, vielleicht gab es eine. Okay, auf jeden Fall jeder bekommt einen Block, darf sich eine Karte ziehen, dann wird gewürfelt. Bei einer 5 nehmen wir halt das 5. Wort aus dieser Karte und schreiben es dann halt in unseren Block rein. Unseren Block beschriften wir auch mit unserem Namen. So, dann bekommen wir zum Beispiel das Wort Lidschatten, beziehungsweise ich bekomme das Wort Lidschatten. Dann muss ich auch einmal das Wort aufschreiben auf die erste Seite, dann blätter ich um und muss diesen Begriff auch malen. So, dann blätter ich nochmal um und gebe das Ganze an meinen linken Nachbarn weiter. Der sieht dann nur das Bild und muss dann raten, was es ist. Schreibt dann seinen Begriff drauf, was er vermutet, was es sein kann. Dann gibt er das, blättert er wieder weiter und gibt das wieder an seinen linken Nachbarn. Der linke Nachbar Liest muss, den Begriff und liest den muss wieder Begriff und zeichnen, was da muss drauf dieses, steht. diesen Begriff dann quasi malen. Bis man wieder bei sich selber dann ankommt, dann ist die Runde um. Und wir haben gestern da gesessen, wir haben Tränen gelacht. Also wir haben laut, herzlich, fast schon geweint vor Lachen, weil da die witzigsten Dinger bei rumgekommen sind. Und die Zeichnungen waren ultra lustig. Dann was aus einem Kugelfisch dann auf einmal ein Astronaut dann geworden ist quasi. Das war total witzig. Ja, aus dem Käsemesser ist am Ende eine Pizza geworden. Also Genau. so, so wirklich abgefahrene Sachen. Und natürlich kann jeder super beschissen nur zeichnen. So. Ja. Und das war schon sehr, sehr witzig. Man kriegt, glaube ich, auch Punkte, je besser man das macht. Wir haben es aber tatsächlich so gespielt, am Ende einfach nur kurz vorgestellt, wie der Ablauf war und uns quasi weggebrüllt. Ne? Haben wir 2 Runden Stille Post extrem gespielt dann eben. Ja. Auch gute Empfehlung noch vom Alex nochmal. Besten Dank. Vom Alex? Ja, vom Brigadebesuch. Achso. Dann haben wir auch mit Andreas und Norma vor einer Weile mal, habe ich es mir für, ich glaube, 10, 11, 12 € geholt. Elysium habe ich mir bei Thalia, glaube ich, im Sale oder so geholt. Und das ist ein Spiel, was hatte, war nominiert zum Kennerspiel 2015 tatsächlich sogar. Und es ist ein richtig gutes Spiel. Ja. Es ist ein richtig gutes Spiel tatsächlich. Sieht jetzt erstmal verhältnismäßig unliebsam aus, sage ich jetzt mal. Sehr. Also es sieht nicht wirklich nicht schön Also es aus. sieht aus, als würde es auf einer Schnäppchenecke 5 € kosten, irgendwie auf irgendwelchen Brettspielflohmärkten. Ja, wahrscheinlich wird es deswegen dann irgendwie auch verramscht, weil die Leute es halt nicht haben wollen. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Es gibt eine Auslage, aus der wir
Karten nehmen können. Die werden dann in unser Zeitalter oder was das auch immer sein soll, gelegt in den Olymp oben, und dann kannst du die Sache in Hades runterführen. Das heißt, du musst immer gucken, du hast Karten oben, die kannst du zünden, die kannst du runterführen, um die quasi dann zu werten und so weiter und so fort. Musst dann aber dich auch immer entscheiden, welches farbige Ding hier. Guck mal kurz rein hier. Tip-top Inlay, beste. Ja. Hohe Wiederspielbarkeit, weil nicht alle Karten drin sind. Also kannst du immer verschiedene Sets machen. Du hast dann, was weiß ich, hier, von jeder Farbe hast du hier einen. So, einen roten, grünen, blauen, gelben. Und wenn ich mir eine Karte jetzt hole, eine blaue, könnte ich aber auch einen gelben dann quasi dafür rausstellen, sozusagen. Dann habe ich den gelben nicht mehr zur Verfügung. So, so muss man ganz gut mit den Dingern haushalten, die anderen ganz gut beobachten und so. Und die Karten haben coole Fähigkeiten, die man sich dann da einfach holt. Geben dann wieder zusätzliche Siegpunkte. Es gibt Karten, die geben am Ende Siegpunkte, wie man das kennt bei, ich weiß es nicht, vielleicht schlechtes Beispiel jetzt, in jedem anderen Spiel. Aber sehr gut, sehr knifflig. Man muss echt gut abwägen, was man irgendwie macht. Und man bangt auch so ein bisschen, wenn man unbedingt eine Karte haben will, dass der andere sich die jetzt nicht holt und so weiter und so fort. Vom Erklären her ist es ein bisschen sperrig, fand ich es tatsächlich. Auch wenn die Regel verhältnismäßig dünn ist, muss man einmal gespielt haben. Beim nächsten Mal kann man dann geile Art eben abrotzen. Hat auf jeden Fall einen sehr positiven Geschmack hinterlassen bei uns. So, zwei Sachen haben wir noch. Hier können wir es auch, eigentlich können wir beide kurz halten. Hier haben wir einmal Obscurio, was mein Schrott des Monats, letzten im Oktober quasi geworden ist. Wir haben es ein paar Mal gespielt und ja, es befindet sich tatsächlich immer noch hier. Es steht bei eBay Kleinanzeigen drin, will keine Sau kaufen. Also wird es dann demnächst in die Bingo-Trommel dann wahrscheinlich sein Schicksal irgendwie finden. Das ist die französische Variante. Es gibt aber bei Libelud kann man sich die, bei Asmodee kann man sich die deutsche Anleitung, die deutsche PDF dazu herunterladen. Und könne ich gönnen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt. Ansonsten kann ich ja nicht empfehlen, bin ich immer ein Freund. Leute, holt euch Mysterium, habt ihr auf jeden Fall ein tausendmal geileres Game. So, hier habe ich jetzt tatsächlich einmal ein Game, wo ich dazu auch mal mich dazu herabgelassen habe, ein Video tatsächlich zu machen. Ein paar Eagle Griffin Game on Mars haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon mehrfach gespielt. Also tatsächlich war das erst so ein Game, wo man dachte, boah, wenn einmal gespielt, das bringen wir nicht mehr auf den Tisch. Tatsächlich hat es seitdem regelmäßig wieder auf den Tisch gefunden. Wir haben mehrere Partien schon gespielt und ich ziehe euch das Regelvideo rein. Es ist ein richtig gutes, mächtiges Euro-Game. Ja, es ist super toll. Als wir das erste Mal gespielt haben, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was nicht für uns ist. Die Regelerklärung dauert sehr lange irgendwie, aber da hast du dich, glaube ich, auch schon kompakt gehalten. Und also beim ersten Mal habe ich gar nicht durchgeblickt. Ich wusste bis zum Ende des Spiels, wusste ich nicht, was ich tue und was gut ist und was schlecht ist. Ich hatte richtige Startschwierigkeiten. Und dann habe ich gesagt, so, das ist eigentlich nicht kein Spiel, was für uns ist. Dann haben wir es tatsächlich dann nach zwei Tagen wieder auf den Tisch gepackt und einer anderen Gruppe gezeigt. Und ich würde es nie wieder ausziehen lassen. Also ich möchte es immer wieder spielen. Es ist super toll. Man kann es, also bitte bleibt dran, wenn ihr irgendwie total verscherrt seid und irgendwie, weiß ich nicht, da gar nicht drauf klarkommt, versucht es nochmal. Das kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, weil das ein super schönes Spiel ist. Ja, On Mars, wieder Lacerda, unser erster Lacerda. Escape Plan steht demnächst nochmal quasi an. Ja, Leute, damit sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt gewesen ist hier. Stunde 13, eins unserer kürzesten Videos tatsächlich wahrscheinlich. Ja, du warst aber doch nicht so gut drauf. Was? Ja, ich habe nur 2,5 Stunden geschlafen. Deswegen habe ich gedacht, ich spreche heute mal ein bisschen schneller. Außerdem müssen wir ja gleich noch was anderes aufnehmen. Ja. Ja, Leute, in dem Sinne allerbesten Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, falls ihr bis hier durchgehalten habt. Ansonsten freue ich mich nicht. Und war auch schön, dass du wieder dabei gewesen bist, Engelbert. Ich bin froh, dass wir das... Hat man dir gar nicht angemerkt. Wieso? Ja, wenn ich krieg da noch nicht mal Tee am Ende raus. Ist doch geil. Wie viel Tee hast du bitte getrunken? Alles und ich habe einen halben. Kann sein. Eiskalte Füße habe ich hier, Leute. Ich mache erstmal die Heizung an. Leute, dann jetzt abschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.